Aber ich sag das mal jetzt nicht, ich sag mal Vision erstmal. Eine Vision von Rondra hat dich hierher geführt? Vor wenigen Monaten hat unsere oberste Löwin eine Vision. Ein roter 20 und die Stadt lange hat. Okay, gut. Warum lasst ihr den Verkiner nicht frei? Niemals. Er ist gefährlich. Es müsste schon ein göttliches Wunder geschehen, dass ich einen feigen Mörder wie ihn wieder ziehen lasse. Okay. Ich werde mich etwas umsehen. Ja, aber nähert euch nicht dem Gefangenen. Ihr werdet sonst schneller einen Pfeil in eurer Hand spüren, als euch lieb ist. Wie nett ihr zu ihr seid. Sie ist genau wie ich. Es wird nicht leicht, ihr Rachmann abzuschwatzen. Es sei denn... Willst du jetzt doch helfen? Ich habe zumindest einen Einfall, aber dafür brauche ich seine Halskette. Was hast du vor? Bringt mir die Kette und ich zeige es euch. Dann nehmen wir mal die Kette. Ich sehe, was ihr da macht. Und ich rate euch, lasst es sein. Ich muss das indirekter machen. Okay. Ja, mein Stein. Wir haben einen. Ihr wollt Helm. Diesen Kriegsgeweihten allen Ernstes ihre Rüstung rauben? Nein. Das wäre dumm. Ich habe mich nur eben gefragt, was ich tragen werde, wenn ich in die Schlacht ziehe. Und ob wir dann Seite an Seite kämpfen werden. Ihr könnt euren Tod wirklich nicht erwarten, oder? Wenn du nicht verstehst, dann halt den Mund. Der ist der große Wasser. Ich trinke erst, wenn ich weiß, dass ich sicher bin. Okay, jetzt haben wir hier Malerei. Da steht ein Mann mit einem Speer. Da steht ein Mann mit einem Speer. Da steht ein Mann. Das Bild eines Drachen. Zwei Männer jagen irgendein unförmiges Tier. Eine Gruppe Menschen sitzt friedvoll an einem Feuer. Ein Apfel hängt von einem Baum und ein Mann holt ihn herunter. Ja, das war's dann auch schon. Was haben wir hier? Ja, jetzt könnte ich theoretisch von hier oben einfach den Stein auf den... Kann ich mit dem Dolch einfach abschneiden? Ich sehe, was ihr da macht und ich rate euch. Komm mal runter wieder. Und probiere mit der Maske mal die... Ich reize sie besser nicht, sonst ende ich noch so wie Rachwan. Nein, das ist mein Besitz. Und dabei bleibt es. Okay. Ich sehe keinen Zusammenhang. Ja, für die Steine im Kopf, bis die Kette runterfällt. Nein. Das wird niemals gehen. Moment. Nach oben. Ast. Mit bloßen Händen bekomme ich die Äste nicht auseinander. Nun könnt ihr ja den Stein dazwischen schieben. Nein. Das ist es nicht. Man könnte die hindurchnehmen. Okay. Jetzt könnte ich den Stein. Besser nicht. Ich brauche da. Haltet Abstand von. Was? Was ich brauche deine Kette. Haltet Abstand vom Ferkina. Jetzt guckt er uns an, alles klar. Ach so, alles klar. Wir müssen das den Ast noch ein Stückchen weiter runterholen. Kann ich vielleicht... Ich sehe keinen Zusammenhang. Das Wasser stauen irgendwie? Nach oben? Geht auch nicht.
Ich sehe keinen Zusammenhang. Okay, was mache ich jetzt? Ast? Das bringt mich nicht. Ich sehe keinen Zusammenhang. Ich sehe, was ihr da macht. Und ich ra... Hm. Sie will das alles indirekter machen. Ich darf mein Ziel nicht aus... Das mache ich besser... Das mache ich besser nicht in meiner Tasche. Ich verstehe nicht, wie ganz wie ich das machen soll. Ein Apfel vom Baum pflücken, haben wir gemacht. Lagerfeuer machen. Tierjagen. Ich weiß nicht, ob das irgendein Hinweis sein soll. Auf dem Schild ist ein großer flammender Löwe eingraviert, das Zeichen der Göttin Rondra. Solange sie hier liegt, ist das Mädchen beschäftigt. Okay. Ich brauche ihn noch. Den Dolch? Beide. Ach so, okay. Ja, der Stab noch mal kurz geredet. Ich sehe, was ihr da macht und ich... Stab? Ich darf mein Ziel nicht... Ich bin verwirrt. Ernsthaft, ich bin wirklich verwirrt. Kann ich irgendwie... Mir fehlt die Vision. Das wird niemals gehen. Nein. Das wird niemals gehen. Okay. Wenn ich den Ast von hier aus werfe, würde es das Mädchen sehen. Und ich will nicht noch mehr Fragen beantworten müssen. Ach so, alles klar. Sie wirft den Ast, der Ast holt die Kette. Okay, großer Wasserfall. Jetzt traf ich's, okay, alles da. Fast. Wäre der Wasserstand nur nicht so niedrig. Kein Problem. Moment. Wasserfall. Das bringt mich nicht weiter. Natürlich bringe ich das weiter, hä? Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Ja. Ich weiß nicht einmal, wo ich an... Der Wasserstand ist niedrig. Die Bilder wurden erst in den Felsen geritzt und dann bemalt. Hübsch. Eine Gruppe Menschen sitzt... Kleiner Wasserfall. Ach, hier unten, der gibt es jetzt noch einen kleinen Wasserfall. So, Ast. Immer diese Details, die Details. Oh, die Details machen die Story. Ich glaube nicht, dass das dafür China cool fand, aber wir haben eine Kette. Danke. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich euch in der Grabkammer eine Vision schickte. Als Erklärung für das Blutritual. Du meinst das Bild vor meiner blutenden Hand, der glimmenden Räucherschale und dir? Richtig. Nun, ihr könnt mit dem Gefangenen nicht reden, da das Mädchen sonst Verdacht schöpft. Aber ihr könnt ihm eine Vision schicken. Und ihn auffordern, sich mit ihr gut zu stellen. Und wie? Mit dem Zauber des Visionenschickens, den ich nun in eure Hände lege. Na, sieh mal einer an. Richtet ihn auf die Halskette in eurer Tasche und ich erkläre euch alles weitere. Rachmans Halskette. Der Zauber wirkt nur auf jemanden, von dem ihr einen persönlichen Gegenstand besitzt. Und ihr könnt auch nur Visionen von Dingen schicken, die ihr in der Nähe seht. Sagt dem Gefangenen nun ganz allein über 3 Visionen, dass er sich mit der Amazone gutstellen soll. Ganz allein über 3 Visionen? Ja. Richtet seine Aufmerksamkeit auf seine Peinigerin, dann auf ihn
und letztlich auf ein Symbol für Freundschaft und Geselligkeit. Er wird diese drei Dinge unweigerlich zusammen denken und sich nicht dagegen wehren können. Die Reihenfolge der Visionen spielt dabei keine Rolle. Alles klar. Dann Peinigerin. Bachmann, achso, hier oben, okay. Und Symbol der Freundlichkeit. Sei still! Es hat nicht geklappt. Abwarten. Zul, Asavsha. Bitte erfüllt mir einen Gefallen. Nehmt diesen Fetzen von meinem Umhang und knebelt dem Ferkina den Mund. Keine Tochter Rondras hat eine solche Beschimpfung verdient. Okay, dann knebeln wir ihn halt den Mund. Au! Er hat versucht, mich zu beißen. Soll er das Mädchen ruhig beschimpfen? Das ist es mir nicht wert. Jetzt haben wir einen Stofffetzen. Lieber nicht. Okay, Rauch und Salzkette. Ein Symbol der Freundlichkeit. Schlickluck. Auch das scheint nicht funktioniert zu haben. Junge Amazone. Alte Amazone. Mach wann? Schon los. Okay, auch das funktioniert nicht. Dann... alte Amazone, junge Amazone, Lagerfeuer, das hat man schon. Steinmalerei vom Jagen, Steinmalerei von der Frau. Schon los. Das ist alles sehr seltsam. Alte Frau, Rachwan und ich weiß nicht, ob es vielleicht schon war. Vielleicht haben wir es schon gelöst, ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir den Stopfen haben. Schon los. Ja, sagt nichts anderes. Ich glaube, wir sollten nur diesen Fetzen haben. Was, wenn ich ihn nicht knebeln will? Dann behaltet den Fetzen. Ich habe ihn im Kampf verloren und werde ihn nicht wieder annähen. Okay. Nein. Kann ich ihn... Ich sehe keinen Zusammenhang. Das führt doch. Ich brauche gerade kein... Na gut, der Fetzen ist nicht wirklich irgendwas Sinnvolles. Ach, natürlich. Amazone? Rachwan? Fallen lassen. Freundlichkeit. Wie eine Frucht hängt er vom Baum. Eine saure, ungenießbare Frucht. Okay, das hat nicht ganz geklappt, wie ich mir vorgestellt habe.